So, hallo. Ich bin der Juri. Vielleicht wisst ihr das schon, weil ihr vielleicht Videos davor geschaut habt, die schon so einiges erzählen. Und ich bin total gespannt, was ihr so für Fragen an mich gestellt habt, weil ich habe die noch nicht gesehen. Ich schau mal, was passiert, wenn ich das aufklappe. Mit welchem Tier kannst du oder kannst du euch am besten identifizieren? Ja, ist schön, mit welchem Tier könnt ihr euch auch? Also deswegen, ich glaube, ich gehe mal drauf ein, was die Frage eigentlich beinhaltet. Und ich glaube, es ist ein Ihr. Und das bezieht sich ja wahrscheinlich auf das Stegreiforchester. Es ist witzig, weil ich am Anfang, bevor es das Orchester gab, irgendwie die Vision hatte, ein Ensemble zu gründen, was wie ein Vogelschwarm funktioniert. Ein Vogelschwarm deswegen, weil wenn man irgendwie an so einem Himmel irgendwie vorbeischaut und einen Vogelschwarm sieht und auf einmal sieht, wie die ruckartig in eine neue Richtung fliegen und alle gefühlt denselben Impuls haben oder denselben Impuls fühlen. Das finde ich so unfassbar beeindruckend und so ein schönes Bild eigentlich zum Musik machen. Und wenn ich sehe, mit welchem Tier kannst du dich am besten identifizieren, schreibe dann, ist es wohl ein... Ich glaube, es ist so ein Fliegsaurier oder sowas. Ich bin, wenn man mich, glaube ich, in so Elemente packen müsste, bin ich sowas wie Feuer und Luft gleichzeitig. Bist du Strawinskys Feuervogel eigentlich? Strawinskys Feuer... Oh, der Feuervogel. Danke, Felix. Wahrscheinlich machen wir nächstes Mal dann Free Feuervogel. Das wäre mega. Kann man euch irgendwie buchen? Oder sucht ihr euch die Gigs? Smiley. Geil. Ja, man kann uns auf jeden Fall buchen. Und wir suchen auch uns die Gigs, wobei wir gerade aktuell mit dem Stegreiforchester in der vielleicht recht glücklichen Lage sind, dass eher so Anfragen reinkommen. Ich bekomme dann Anrufe und da heißt es dann irgendwie, ja, wir haben so einen unfassbar großen, schönen Konzertsaal mit einer Empore und ich habe euch da und da mal gesehen, da könnte man doch hochgehen und runtergehen, dann könnte man sich so anspielen und wir würden dann auch nicht bestuhlen und alle Leute können überall hin rumlaufen und so und jede Ecke des Raumes nutzen und Veranstalter werden schon mit ihrem Raum kreativ, nur weil sie von uns wissen. Und das finde ich voll schön. Also, ja, und dann machen wir meistens so eine Besichtigung irgendwie bei so einem Konzertort. Und wenn ich das mache, dann nehme ich zum Beispiel meine Taschentrompete mit. Oder mein Flügelhorn. Und dann mache ich meistens einfach nur so, spiele ich so einen Ton in dem Raum. Und schau, wie der sich projiziert. Ich kann es ja hier mal ausprobieren. Ja, hier ist ziemlich trocken. Das Coole jetzt zum Beispiel hier wäre, dass 6 Meter weiter, 8 Meter weiter ein anderer Musiker stehen könnte und wir problemlos eine Phrase zusammenspielen können. Ohne Probleme und es ist ziemlich cool, weil man dadurch irgendwie sich recht weit trennen kann. Ihr seid jetzt quasi der Musiker. Ihr könnt jetzt auch spielen. Wir spielen jetzt mal. Ja, wir waren fast zusammen und die Leute in der Mitte hatten eine total schöne Erfahrung, weil sie einfach von beiden Seiten so einen Surround-Effekt beziehungsweise erstmal so einen Stereo-Effekt hatten. Und angenommen, der drüben wäre jetzt nochmal ein Musiker und da sitzt eine kleine Musik, also eine kleine Gruppe vom Publikum, dann wird es plötzlich so dreidimensional. Und das machen wir super oft im Stegreiforchester. Wir umzingeln das Publikum in jedem Moment. Wo kann man uns buchen? Man geht einfach auf unsere Webseite www.stegreif-orchester.de und dann geht man einfach auf unseren Kontakt-Button
und schaut da nach, wer da so unter Booking steht und hoffentlich können wir die dann auch beantworten. Machst du manchmal Musik auf der Straße? Einfach, weil du Lust drauf hast? Ja, mega coole Frage. Also ich finde die Frage deswegen so cool und wichtig, weil für mich das der Schlüssel ist, ob Musik funktioniert. Zwar nicht für 100% alle Musik, aber zumindest für einen Großteil der Musik. Weil ich finde, dieses Gefühl, auf einer Straße zu spielen und sich das Publikum zu erobern, ist ein ganz schön krasses Gefühl. Es ist eigentlich so eine unfassbar luxuriöse Situation, ein Konzertsaal schon bestuhlt mit allen Personen drin und man geht dann nur noch auf die Bühne und es geht los. Es ist ein unfassbares Geschenk. Und auf der Straße ist es so knallhart. Man steht da und entweder man kriegt die Leute oder man kriegt sie nicht. Was ich immer noch mache, auch wenn jetzt irgendwie die Konzerttätigkeit total zunimmt, ist, ich habe immer meine Taschentrompete dabei. Das ist so eine kleine Pocket Trumpet, die überall reinpasst. Und wenn ich irgendeinen Musiker höre auf der Straße, den ich ultra inspirierend finde oder ultra spannend finde oder mir Gänsehaut über den Rücken läuft, dann mache ich es oft so, dass ich einfach stehen bleibe und mit dem dann irgendwie ein Stück zocke oder so. Passiert mir vor allem nachts, wenn ich irgendwie vom Komponieren oder vom Büro zurückkomme nach Hause. Das macht ultra Spaß. Es fragt EHM, also M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, N. Wann und wo gibt es denn ein Konzert vom Stegreif Orchester? Ich will euch unbedingt live spielen hören. Cool. Also im besten Fall stehen alle Konzerte, die wir spielen, auf unserer Webseite. Und dann seht ihr alle Konzerte, die gerade relevant sind. Und wir haben ein Newsletter. Wow, eine sehr neue Erfindung des 21. Jahrhunderts. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch da eintragen. Das ist auch auf unserer Webseite. E-Mail-Adresse reinschreiben und geben meistens da so eine Art Tourüberblick. Die nächste Frage. Lisa schreibt, wie bist du eigentlich vom Horn zur Trompete gekommen und was fasziniert dich an den beiden Instrumenten? Das war witzigerweise eigentlich eher so ein Zufall. Ich war auf so einem Musikinternat, was schon mal eine schöne Welt war, weil man dort irgendwie Musik gemacht hat, wann man wollte und irgendwie so ganz viele Musikräume hatte. Und da habe ich meine erste Band gegründet. Und nach so einem Jahr ist der Trompeter ausgestiegen, weil er lieber Fußball spielen wollte. In seinem Leben, was auch völlig okay ist. Aber wir hatten halt keine Trompete mehr. Und ich habe da in der Band viel geschrieben, also viel Musik geschrieben für die Band, aber habe eigentlich meistens Keyboard gespielt oder Klavier und dachte aber dann so, eigentlich müsste das doch gehen, weil Horn braucht man wirklich die zwei Hände, weil man steckt halt so die eine rechte Hand in den Trichter und die linke Hand an die Ventile, das heißt, anders funktioniert sie, aber was bei der Trompete ganz cool ist, man kann sie einhändig spielen, das heißt, ich kann irgendwie rechts Trompete spielen und links Klavier. So bin ich zur Trompete gekommen. Und noch eine nerdy Frage. Wie war der Umstieg von Horn auf Trompete? Stichwort Ansatz und so weiter. Geil. Yes, jetzt kommen wir mal zu den richtigen inhaltlichen Fragen. Endlich. Okay, nein, Quatsch. Es ist total spannend, weil Trompetenmundstück ist tatsächlich größer als ein Hornmundstück. Das bedeutet, es beansprucht eigentlich eine andere Muskelmasse am Mund. Für Horn braucht man, also ich sag mal so, wenn ich einen Tag Skifahren war oder besser gesagt Snowboarden, dann kann ich zum Beispiel, dann merke ich das an meinem Hornansatz, weil die Lippen werden spröde und ich habe zum Beispiel, der Ansatz ist nicht mehr ganz so weich. Mit der Trompete kann ich eher mal noch zur Trompete greifen und der Klang ist nicht ganz so davon beansprucht, natürlich auch beansprucht, aber nicht ganz so stark. Und da merke ich einfach, dass Hornspielen einfach doch ein sensibleres Ding ist, weil es einfach ein kleineres Mundstück ist und partiell zumindest viel feiner den Mund beansprucht. Das Spannende war aber irgendwann, als ich irgendwie gemerkt habe, puh, switchen ist ganz schön schwer. Und dann habe ich aber irgendwann tatsächlich einen mentalen Switch gemacht. Ich habe mir gesagt, dass das keinen Unterschied macht. Und wenn man davon überzeugt ist, dass man Gewohnheiten oder vielleicht auch Fakten so ein bisschen brechen kann, indem man sie neu versucht zu leben, dann entstehen witzige Dinge und plötzlich ist sowas möglich und so eine Schranke geht auf. Dann schreibt Lisa weiter,
Spiele selbst nehme ich schon seit ich denken kann leidenschaftlich gerne Horn und würde aber gerne mit der Trompete die Welt des Jazz etwas erkunden, da diese Musikrichtung leider etwas untergeht im klassischen Hornunterricht. Liebe Grüße aus Niederösterreich. Das ist noch ein Punkt, den du ansprichst, der mich auch total bewegt ist, wie Musikunterricht aufgebaut ist. Und ich finde es total schade, dass Musikunterricht oft, sag ich mal, ein bisschen einseitig beleuchtet wird. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel Leute, die vielleicht eher auf dem klassischen Bereich kommen und dadurch zum Beispiel ein Instrument eher beibringen mit Übungen, mit Etüden. Meiner Meinung nach sollte man aber ein Instrument sehr intuitiv lernen. Man sollte erstmal irgendwie alle Sounds herausholen, die man schon jetzt produzieren kann. Man sollte ein Instrument spielen, weil es einen inspiriert, klanglich. Man sollte erstmal den Sound suchen. Für mich ist es auch immer inspirierend, wenn der Lehrer improvisieren kann. Das bedeutet, vielleicht auch mal sich ans Klavier setzen kann und vielleicht nur einen Ton, den man schon spielen kann, zu etwas macht, zu einem Musikstück macht. Und nicht nur ein Ton, vielleicht erstmal nur bei dem Ton bleibt. Und dann sich wirklich entlang zu hangeln und den Schüler zu fragen, was inspiriert dich? Warum spielst du Horn? Warum spielst du Trompete? Warum willst du jetzt Trompete lernen? Und ich habe letzten Endes auch Jazz-Trompete nur studiert, weil ich eigentlich auf dem Horn improvisieren wollte. Und ich aber keinen Hornlehrer richtig gefunden habe, der mir das Improvisieren auch nahe bringt. Wenn man es nicht kriegt, weil irgendwie die Musikschule oder irgendwie das Umfeld so gegeben ist, wie es gegeben ist, dann ist es immer inspirierend, sich einen Menschen zu holen, der einen inspiriert. Und das muss dann unbedingt nicht zwingenderweise jemand sein, der vielleicht dasselbe Instrument spielt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade beim Jazz-Gitarristenunterricht, weil ich es inspirierend finde. Systeme hinterfragen, neugierig bleiben, nicht in Gewohnheitspattern fallen, die hinderlich sind, beziehungsweise gewahr sein, was hinderlich gerade ist. Ja, und einfach wach bleiben für Neues und nicht zu klein denken, sondern immer wieder rauszoomen. Ein Tonstudio in einem Bunker? Eigentlich eine geniale Idee. Da beschweren sich die Nachbarn bestimmt nicht. Keine Frage. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich brauche einen Ort, wo ich einfach nicht mein Handy, wo mein Handy einfach nicht funktioniert. Was für mich vielleicht in dieser Welt von ein Bunker wird zu einem Tonstudio hervortritt, ist die Thematik, wie versteht man Dinge in seinem Leben und was macht man aus Dingen, die vielleicht früher grausam waren. Also zum Beispiel, der Bunker ist eigentlich aus einem Grund entstanden, der furchtbar ist. Ich suche mir das heraus, weil es ist eigentlich aus einer total luxuriösen Situation, weil ich mich zurückziehen will, um kreativ zu sein. Und damals musste man dahin, um zu überleben. Ja, und jetzt wird so ein Element von einer eigentlich furchtbaren Zeit umfunktioniert. Und was ich glaube, warum ich da jetzt gerade so drauf eingehe, ist, dass Dinge, die eigentlich furchtbar sind in unserem Leben, meistens umgewandelt werden können. Und ich glaube, dazu kann ich irgendwie alle einladen. Alle Sachen, die irgendwie vielleicht blöd laufen in der Welt, die umzukehren für sich und vielleicht nicht dadurch nicht nur für sich, sondern für andere auch, für Freunde auch, für Familie auch. Und das ist wie so ein Schneeballeffekt. Und nichts anderes haben wir mit dem Stegreiferorchester gemacht. Wir haben das Blatt so ein bisschen gewendet. Wir haben aus dem Notstand eine Tugend gemacht. Wir sind alle Musiker, die sich irgendwie in dem klassischen Konzertbetrieb ein bisschen eingeengt fühlen, weil wir das Bedürfnis haben, aufzustehen, wir haben das Bedürfnis zu improvisieren, wir haben das Bedürfnis, dass jeder Musiker mitdenkt, mit das Programm entwirft, mit vielleicht auch hier an der Stelle mal mit arrangiert. Diese Umstände haben wir uns geschaffen, aus dem Notstand heraus, und genießen jetzt die Welt, die wir uns aufgebaut haben. Abschließend würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht auch noch öfter dabei seid. Das war jetzt die erste Staffel von Plural. Und jetzt geht es so ein bisschen in die Sommerpause. Wir gehen alle reisen, machen auch eine Europatour und machen viel Straßenmusik. Und dann geht aber die zweite Staffel los. Das heißt, ich würde mich total freuen, wenn ihr da auch dabei seid und uns mitverfolgt. Und ich glaube, man kann da so liken und so einen Kanal abonnieren oder sowas. Und lasst auch gerne ein paar Kommentare da. Und ich bin gespannt,
wie euch jetzt diese ganze erste Staffel gefallen hat. Ich möchte euch noch kurz dazu einladen, vielleicht einfach kurz die Augen zu schließen und mit mir zusammen 5 tiefe Atemzüge zu nehmen und dabei einfach Gedanken kommen und gehen zu lassen, genauso wie sie gerade da sind. Öffnet dann wieder die Augen und danke und bis bald. Tschüss.